Altengamme gegen Dassendorf, Viertelfinale im OZ-Pokal. Die Dassendorfer grüßen von Platz 2 aus der Oberliga in Hamburg. Altengamme aktuell 9. im Tabellenmittelfeld angesiedelt in der Landesliga Hansa. Allerdings haben sie in den letzten 3 Spielen 2 Siege geholt. Die Gäste aus Dassendorf kommen mit breiter Brust hier nach Altengamme. 4 Spiele, 4 Siege, 19:0 Tor. Gehen wir rein ins Spiel. Altengamme in den weißen Trikots von links nach rechts, der TuS ganz in blau. Und zu Beginn machen es die Gastgeber richtig gut, machen Dassendorf das Leben schwer, erobern die Bälle früh. Das ist Jannis Reinhardt, einfach mal draufgehalten. Traumtor, 1:0. Die Führung für den Underdog. Was für ein Tor. Den Ball trifft er perfekt mit links in den Winkel hinein. Und der Sportpark in Altengamme erhebt sich. Die Mannschaft von Jean-Pierre Richter also früh unter Druck. Sie müssen natürlich jetzt was unternehmen. Es geht über die linke Seite. Das ist eine schöne Einzelaktion. Die Flanke ist gut und der Abschluss auch. Aber nur Zentimeter fehlen da zum Ausgleich für Dassendorf. Schöne Volleyabnahme. Da wäre Keeper Matthias Schwarz nicht mehr rangekommen. Dassendorf wollte den Ausgleich noch vor der Halbzeitpause. Die Flanke ist richtig gut. Mattia Maggio mit dem Kopfball. Das sah richtig gut aus. Dassendorf jetzt besser in der Partie. Aber Altengamme hat auch seine Möglichkeiten auf der Linie gerettet. Toller Kopfball, wuchtig. Und dann wird er auf der Linie gerettet. Es ist ein offenes Pokalspiel. Zur Pause führt Altengamme nicht unverdient mit 1:0. Und Dassendorf in den zweiten 45 Minuten mit richtig Schwung. Das ist Mattia Maggio, der Ausgleich in der 49. Minute. Und das ging auch in Ordnung. Dassendorf verlagert das Spiel immer mehr in die Hälfte des Gegners. Somit war es nur eine Folge der Zeit, bis hier das 1:1 fällt. Mattia Maggio macht das richtig stark. Vorbei an 3 Mann. Und Altengamme hatte jetzt Mühe, den TuS Dassendorf zu verteidigen. Dieser Kopfball an die Latte. Große Möglichkeit. Und Dassendorf spielte jetzt richtig stark nach vorne. Das geht schnell, es geht direkt, es geht zu schnell für die Defensive von Altengamme. Nächste Möglichkeit durch Maxi Dietrich. Ein paar Minuten später sollte er es dann besser machen. Nach einem Eckball macht er das 2:1, 69. Spielminute. Der Favorit geht in Führung. Bitter für Altengamme nach einem Eckball, aber Maxi Dietrich ist da sowas von alleine gelassen, holt den Rebound und macht das Tor. Altengamme gab sich nie auf, dieser Kopfball. Trotzdem war Dassendorf die bessere Mannschaft in den zweiten 45 Minuten. Sie spielten es auch aus, 3:1. Hendrik Dettmann, 86. Das war dann die Vorentscheidung, kurz vor Schluss. Damit war der Stecker gezogen hier in Altengamme, die alles in dieses Pokalspiel investiert haben, ein tolles Spiel gemacht haben. Da sieht, muss man allerdings auch sagen, Keeper Matthias Schwarz nicht gut aus. Das ist der Antritt vom eingewechselten Siad Muiz Ali Sakib und er lässt sie alle stehen und macht das 4:1 in der 92. Spielminute. Die endgültige Entscheidung, ein toller Sololauf, entscheidet dieses Pokal-Viertelfinale in Altengamme. Und hier nochmal zum Genießen. Da lässt er den ersten stehen. Dann den zweiten. Und der dritte, den lässt er auch noch stehen. Und dann macht er das Tor mit all seiner Coolness. Der TuS Dassendorf zieht verdient ins OZ-Pokal-Halbfinale ein. Altengamme hat sich wacker geschlagen. Aber am Ende setzt sich der Favorit verdient durch. Also ich glaube, wir haben einfach in der ersten Halbzeit war es schwierig durchzukommen. Man muss sagen, dass es hier schwierige Bedingungen sind. Der Gegner ist bissig in den Zweikämpfen, viele Leute. Und in der zweiten Halbzeit ist auch irgendwann dann der Punkt, wo der Gegner müde wird. Wir haben viel Ballbesitz gehabt und da musst du halt die Chancen nutzen. Das haben wir heute gemacht und letztendlich mit 4:1 zufrieden, dass wir weiter sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.